Oh, Leute, 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 das wird so geil. Oh mein Gott, oh mein Gott. Haha, Leute, Leute, Leute. Also, ich muss mal sagen, dieses Trolling war schon genial. Wirklich, das ist so geil. Oh Gott. Jetzt machen wir noch eins und das werde ich wahrscheinlich verlieren. Ich versuche einfach oft Barbarenfass, Spiegel, Rage zu benutzen. Das wird so geil. Also ich kann mir einfach nur vorstellen, dass das richtig heftig wird. Oh, Leute, 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 Leute. Ich frage mich, ob der noch ein Koboldfass dabei hat. Ah, ich finde es am besten mal heraus. Hey Leute, ohne Spaß, dieses Deck funktioniert. Ich meine, das ist jetzt nicht besonders gut. Klar, gute Decks besiegen einen damit. Ich hätte dann auch eine Winrate von vielleicht 30% oder so, aber es macht Spaß. Und zwar sehr viel Spaß. So. Perfekt. So, jetzt ist doch das hier problematisch. Was? Was macht der da? Also ich verstehe diesen Move mit dem Sparky wirklich überhaupt nicht. Okay. Okay. Oh, Leute, 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 das wird so geil. Oh mein Gott, oh mein Gott. Gönnt euch einfach mal dieses geile Play. Also ohne Spaß. Ich liebe dieses Deck. So. Okay, mal gucken, was der Gegner wird. Okay, kommen wir gegen Götzen, das war der Eisgolem dagegen. Nice, mein Hit, okay. Dann würde ich mal sagen, dass ich jetzt hinten einfach sehr viel. Ich immer eine ganz gute Grundverteidigung. Und, oh, der hat ein Inferno-Tor, Leute. Wenn er keinen Sparky oder so hat, das ist so geil. Okay, das ist einfach mal direkt mal ein Schweinereiter und. Okay, einfach ein Barbarenfass hinterher, das wird richtig geil. Oh, Mega-Ritter. Okay, ich glaube, da muss ich am besten noch mal Kugel gegensetzen. Und dann am besten noch ein Eisgolem wegreißen oder so. Ja, genau, perfekt. Oh, Leute, schaut euch bei den rechten Turm vom Gegner an. Das ist doch einfach so genial. Oh, kann das Verwandten bitte noch killen? Wenn ich meinen Befürworter. Sorry. Oh, nice. Jetzt einfach nochmal sehr bisschen mehr Inferno-Sache. Der fällt dann auch wirklich direkt um. Also ich finde, bis jetzt läuft das Game extrem gut. Okay, noch ein Match Archer. Ich glaube, irgendwie spielt ein All Legendary Card Deck. Das ist ein Full Legendary Deck. Aber egal, dann mache ich mal das. Oh Leute, geiler Predict. Oh mein Gott, also eigentlich war das kein Predict, aber wenn er die Goldene Linie reinsetzt, dann ist er halt selbst schuld.
Und der Papa zerstört, nein, der zerstört war nicht gekommen halt. Ich denke, der hätte noch 19er Pege oder so gehabt. Dann wurde Kyro, Eisgeist noch. Und er ist perfekt eingefroren. Das war schon schön. So, hoffentlich kommt da jetzt nicht noch irgendwie was dahinter. Okay, ein Elektromagier. Den sollte ich eigentlich mit einem Eisgolem aufhalten können. Jetzt ein Eisgolem setzt es ja noch mal direkt. Okay, den muss ich glaube ich leider mit einem Warnschuss abwehren, aber der wird wahrscheinlich schon einen Schaden machen. Oh Leute, nice. Okay. Schweinereiter, also ich weiß nicht, ob ich den Schweinereiter abwehren sollte. Naja, also ich glaube, ich sollte erstmal verteidigen. Oh Leute, das sieht nach einer kranken Defense von mir, die gleich kommt aus. Oh Leute, ja, vielleicht bekomme ich auch richtig heftig in die Fresse, das wäre natürlich auch möglich. Ich hätte erst mal warten, noch eine Valkyrie am besten hinterher. Aber das würde ich erstmal warten, wie sich das so entwickelt. Oh Leute, die Valkyrie ist nicht mehr wirklich notwendig. Ich glaube, ich kann sogar jetzt mit einem Schweinreiter offensiv gehen. Ey Leute, oh mein Gott, also ich liebe dieses Deck, das ist wirklich so geil. Hier einfach nochmal da draufhauen. Und so weiter. Aber mein Turm ist halt auch leider sehr low. Ich glaube, ich lasse ihn fallen. Ja, okay, ich lasse ihn nochmal fallen. Ja, das ist natürlich ziemlich ärgerlich, dass ich ihn fallen lassen kann. Aber naja, ich sage fallen lassen, sorry. Aber na gut, das muss ich dann einfach nur verteidigen, denn denke ich mal, sollte ich ihn auch noch besiegen können. Aber das hier könnte echt gefährlich werden. Ich muss wirklich gucken, dass ich ihn gut verteidigen kann, den Push. Hey Leute, das ist so übel, ich bin doch gezwungen, einen Rage-Spell drauf zu werfen. Ja, aber dieses Mal lohnt es sich, finde ich sogar gar nicht mehr so übel. Ich gehe am besten mit einem Schweinereiter und einem Kobold fast rein. Ich meine natürlich mit einem Barbaren fast. Und ich kann ich dann einfach mit einem Eisbullen verteidigen. Und ja, das ist natürlich jetzt sehr geil. Jetzt am besten nochmal mit Kühe rein, die dann beides angreift. Das ist so heftig. Naja, okay, also der Tornado war jetzt nicht übel. Aber so OP war der finde ich auch nicht. Das setze ich einfach mal Bahnfass dagegen. Und am besten dann gleich noch ein Eisbruder, aber erst gleich. So, okay. Ich glaube, ich habe noch mal ein bisschen Deppis setzen müssen. Jetzt am besten einfach direkt noch einen Schweinereiter rein. Okay, ja, ich weiß nicht, ob ich einen Rage Spell spielen sollte. Ja, schwer. Ah, ich glaube einfach eine Valkyrie erstmal für die Defensive. Und dann noch eine Valkyrie für den Elektromagier erst, was mich gefailt. Die hätte ich auch beides machen können. Aber es ist ja auch nicht so schlimm. Ja, wobei, also der Elektromagier könnte jetzt tot sein. Erstmal den Eisgeist kurz tanken, wenn ein Eisbohnen. Supi. Okay, jetzt muss ich aber wirklich krass offensiv gehen. Noch ein Rage-Spell drauf. Spiegeln, ich glaube, das deckt sich nicht, aber YOLO. Und oh, Leute, ich habe gewonnen. Was ein geiles Spiel. Was ein geiles Spiel. So, Leute. Das war's dann mit dem Video. Danke fürs Zusehen. Wir würden uns sehr über insbesondere auf positives Feedback freuen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja gerne mal ein Like haben und euch noch mehr Videos von uns ansehen. Und uns abonnieren, wenn sie euch gefallen. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß. Haut rein. Ciao mit auf. We'll be right back.